guys from Germany. This is my Belize. So, das ist genau das, wofür ich zu Hause trainiert habe. Wir üben, wie wir kämpfen. Der Wille entscheidet. Ich würde sagen, der Dschungel ist auf jeden Fall nicht mein Freund. Ballert es im Regenwald, so wie es im Regenwald eben ballert. Es tut auch hier und da was weh, es zwickt, aber alle halten durch. Ihr wisst, was die nächsten Tage auf euch zukommt. Er weiß es noch nicht. Schmeißt ihn einfach rein, was passieren wird. Nehmt ihn auf, so gut ihr könnt, so gut ihr wollt. Vielen Dank, dass ich eingeladen wurde, bei euch mal dabei zu sein. Und freue mich sehr, mit euch in den Dschungel zu gehen. Und bin mal gespannt, was mich erwartet, weil ich habe überhaupt keine Ahnung. Hi, mein Name ist Robert Mark Lehmann. Wir gehen jetzt kurz in meine Wohnung und ich muss langsam mal anfangen zu packen. Morgen geht's ab in den Dschungel nach Belize. Das heißt, eine Menge Equipment, eine Menge Klamotten, eine Menge Medikamente, eine Menge Dinge, die man braucht, damit man auf den Dschungel gut vorbereitet ist. Das zeige ich euch jetzt. Klaska hat mich gefragt, ob ich da mitmachen möchte und mir das mal anschauen möchte, also quasi Teil des Teams zu werden. Und dann habe ich gesagt, natürlich, weil ich bin für euch da im Dschungel. Ich bin eure Augen, eure Ohren. Und versuch mal rauszufinden, was beim KSK so geht. Mit was für Typen komme ich da überhaupt irgendwie in Kontakt? Was sind diese Soldaten für Leute? Keine Ahnung. Man weiß ja auch nichts über die KSK. Wer sind denn eigentlich die Menschen hinter der Maske? Das interessiert ja nicht nur euch da draußen. Und nicht ohne Grund ist das eins der meist gegoogelten Themen beim KSK. Was ist denn das überhaupt? Wer macht da mit und so weiter? Sondern interessiert mich persönlich natürlich auch. Und genau deswegen bin ich ja da, weil ich für euch einfach mal ja, den Blick in die KSK werfe und auch mal was erzählen darf. Und ihr seht ein Gesicht, was hoffentlich nicht zu viel leidet. Wir werden sehen. Es ist eine Eliteeinheit der Bundeswehr. Es sind top trainierte Menschen im Kopf wie auch körperlich. Und na klar, ey, ich habe Angst, dass ich da auch nicht mithalten kann. Aber man weiß natürlich nicht, was kommt da auf einen zu. Ich habe ja auch keine großartigen Informationen, außer dass wir in den Dschungel gehen und dort, dass ich da teilhaben kann. Was sind das für Leute? Wer steckt dahinter? Wie geht's den Leuten denn eigentlich? Finden die den Dschungel auch geil oder ist das auch hart und anstrengend für die und nicht nur für mich? Das sind alles Fragen, die ich mir jetzt stelle und ich weiß auch überhaupt nicht, wie die Leute darauf reagieren. Ne? Also sind die Typen cool oder finden sie mich total beschissen? So, jetzt müssen wir mal versuchen, das alles in diese Tasche zu kriegen. Das wird nicht ganz einfach. Ist mindestens zwei Paar Schuhe. Zack. Weil eins davon wird feucht sein, schimmeln, gammeln, Pilze, alles wird passieren. Hüte gegen die Sonne ist wichtig. Es gibt wenig wichtige Ausrüstungsgegenstände, die ich immer dabei habe. Dazu gehört natürlich eine Taschenlampe. Sehr wichtig. Löffel und Gabel in einem. Mag ich auch. Das ist einer meiner Lieblingsdschungeltipps. Da kommt Salz und Pfeffer rein. Denn selbst wenn du einen scheiß Wurm oder eine Made oder sonst irgendwas isst, mit Salz und Pfeffer ist das alles viel einfacher. Und das Wichtigste, was man auf jeden Fall brauchen wird, ist Kohletabletten gegen Vergiftung jeglicher Art und vor allen Dingen Durchfall. Ja, der Durchfall wird kommen, früher oder später. Ich interessiere mich natürlich auch fürs KSK. Ich möchte gerne wissen, was die machen. Die bleiben immer im Hintergrund. Die kriegen nie eine Wertschätzung, außer in ihrem eigenen Team. Ich habe mich jetzt wochenlang darauf vorbereitet und ich habe Bock, die Jungs jetzt endlich kennenzulernen. Und aber wir werden es rausfinden. Früher oder später, und damit meine ich früher. Also quasi morgen geht's los. Gleich werden wir uns in den Flieger begeben. Und die Wettervorhersage sagt übrigens, wird alles genau richtig, so wie wir uns das vorgestellt haben. 7 Tage Blitz und Donner. Ja, dann melden wir uns wieder aus Belize. Ich bin gespannt. So, also angekommen in Belize, jetzt war der Trip, ich weiß nicht, fast 60 Stunden oder so sind wir jetzt auf den Beinen. Also ganz kurze Reise wie immer. Die Frage, jetzt ist so der Punkt, wo man tatsächlich realisiert, fuck, ich habe unterschrieben, dass ich jetzt hier dabei bin. Und jetzt sind wir hier, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ist eigentlich Linksverkehr oder Rechtsverkehr? Rechts. Gut, dass du fragst, nachdem wir losgefahren sind. Ja. Welcome to Belize. Awesome.
Jetzt stehe ich kurz vor dem tatsächlichen Moment, wo es zum KSK direkt geht. Wir gehen jetzt gleich in die Kaserne der Belizean Defense Force, also der belizeanischen Spezialkräfte und des Militärs. Und fahre jetzt hier eine ultra krasse Militärbaracke, wo alle Special Forces dieser Erde trainieren und treffe jetzt gleich die deutsche Eliteeinheit KSK. Ich habe einfach ein mulmiges Gefühl in alle Richtungen. So, es geht los. Ich treffe ihn jetzt. Also, bleibt dran. Hi, servus. Moin, ich bin Robert. Hi, grüß dich, Robert. Servus. Dass du da bist. Willkommen im KSK. Willkommen erstmal in Price Bergs in Belize. Einsteigen, dann fahren wir rüber. Ich zeig dir den Weg. So, jetzt treffe ich schon alle Jungs, oder was? Jetzt triffst du alle beteiligten Jungs an diesem Training halt. Wir sagen mal, Dschungelgrundlagenausbildung mit den Unterstützungskräften des KSK. Damit die halt reibungslos mit den Kommandokräften zusammenarbeiten können. Ja. Machen wir denen ebenfalls eine Grundlagenausbildung hier, damit sie wissen, was sie erwartet. Sind das jetzt irgendwelche Spezialisten? Also haben die irgendeine Specialty? In diesem Fall hast du die Fernmelder. Ja. Das ist die zweite Unterstützungskompanie des Kommando Spezialkräfte. Ankunft, Leute. Willkommen. Danke. Kannst losgehen, ne? Jetzt wird's krass. Die Gruppe kurz vorstellen. Ja. So, Jungs, kommt mal zusammen kurz. Mein Name, Spitzname ist Giovanni. Ich bin der Oberfeld Bori. Hauptfeldwebel Jürgen. Ja, ich bin der Hauptfeldwebel Naga genannt. Ich bin der Schulle. Ich bin der Joko. Hauptfeldwebel Bratschi. Ich bin der Egon. Ich bin Hauptmann Tim. Spitzname ist Medic. Ich bin der Oberfeldwebel Hans. Das ist der Robert. Ihr wisst, was die nächste Tage auf euch zukommt. Er weiß es noch nicht. Weist ihn einfach ein, was passieren wird. Nehmt ihn auf, so gut ihr könnt, so gut ihr wollt. Vielen Dank, dass ich eingeladen wurde, bei euch mal dabei zu sein. Und freue mich sehr, mit euch in den Dschungel zu gehen. Und bin mal gespannt, was mich erwartet, weil ich habe überhaupt keine Ahnung, was auf mich zukommt. Ja, ich hab Spaß an. Ah, ja, genau. Okay. Erster Eindruck so, ne? Da stehen so ein paar Typen mit Masken, super krassen Waffen, alle ungefähr 2 Meter groß, super krasse Schränke. Aber es ist, ich werde nervös, es ist tatsächlich so. Scheiße. Ich bin hier, also ich bin in Kalfen Zugführer und hier führe ich eine der Gruppen, die nachher draußen zusammen Ausbildung betreibt und ausgebildet wird. Och, ich bin ja relativ neutral. Ich sag mal, andere Leute bezahlen dafür viel Geld. Gell? Die sind ausgewählt worden aus der jeweiligen Einheit, zusammengekommen hier nach Belize zu dieser Hochwertausbildung. Ob es Fernmelder sind, ob es Sanitäter sind, ob sie aus dem logistischen Bereich kommen. Um hier Wissen aufzusaugen, aus dem Bereich Überleben, aus dem Bereich Durchschlagen, Schießen. Und die Idee ist dann tatsächlich, dass sie wieder zurückgehen und dann von ihrer Erfahrung die Kameraden einfach teilhaben lassen. Dass wenn es zu diesem Einsatz in diesem Dschungel, in diesem Environment kommt, je besser ich die Jungs im Vorfeld vorbereite, desto weniger fallen sie mir dann nachher tatsächlich im Einsatz, in Anführungszeichen, zu Last. Und desto besser können sie auch unterstützen. Heute ist eigentlich nur Vorbereitungsphase. Material verpacken, nochmal alles checken, ob alles passt. Alles so verpacken, wie ich es auch am schnellsten brauche. Waffen werden gecheckt, eingestellt, alles, was dazugehört. Dann bereitet ihr euren ganze Ausrüstung vor, zack, den Dschungel packt. Genau, das haben wir teilweise heute Morgen schon gemacht. Da muss ich auch mal genau drauf gucken, was die Jungs so mitnehmen, dass ich nichts vergesse. Ich bin nämlich mit meiner Ausrüstung hinten dran. Ja. Dementsprechend liegt bei mir noch alles rum. Ja, cool. Zeige ich dir einfach mal, was nach Phase ist. Sehr gerne. Die Waffen hast du draußen schon gesehen. Also die Waffenkoffer. Eine Menge. Genau. Der Waffe. Und hier ein Ansatz, was wir halt potenziell alles mitnehmen können. Also primär bewegen wir uns mit 2 Rucksäcken. Also hier erstmal sozusagen das Wohnzimmer. Mhm. Hier auf dem Haufen kommt gleich noch ist so ein bisschen Kämpfen und Überleben. Jawohl. Sanität und Hygiene, gerade im Dschungel schwierig. Ja, also finde ich gut. Also hier ein kleines Medipack, Nähzeug, Licht, also eine Stirnlampe, Folienstifte, damit die eben auch schreiben. Jawohl. Erstmal die Hängematte. Grundsätzlich wollen wir mit der Hängematte erreichen, dass wir nicht auf dem Boden schlafen müssen. Nicht, weil wir uns irgendwie dafür zu schade sind, sondern weil wir da einfach prophylaktisch weg von dem ganzen Viechzeug sind. Sondern eben auch zur Orientierung unsere Machete. Und das ist das auch, was ich tatsächlich am KSK cool finde. Die können, was das betrifft, machen, was sie wollen. Morgen früh ist um 5 Uhr aufstehen. Das sieht gut aus. In diesem Sinne sage ich jetzt gute Nacht. So, das war der erste Tag beim KSK. Ich bin jetzt auch ganz schön durch und freue mich auf mein Feldbett. Und an dieser Stelle, Leute, wenn ihr mehr wissen wollt, folgt uns auf Instagram, WhatsApp, Facebook, YouTube. Ihr werdet die nächste Folge sehen. Das war es jetzt von mir, von dieser Folge. Und ich verabschiede mich jetzt aufs Feldbett. Gute Nacht und tschüss.